Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Another Brick in the Mall. Ja, ich wollte es eigentlich ein paar Tage laufen lassen, aber seitdem ich hier diese Straße angeschlossen habe, gehen mir die Besucherzahlen ein bisschen durch die Decke und wir haben viel zu wenig Parkplätze. Ja, also bauen wir noch ganz viele Parkplätze, um auch den Besuchern gerecht zu werden, ne? Und da kommen Parkplätze hin, hier kommt die Straße hin. Ansonsten hat sich gerade nicht so viel getan, wir haben hier und da ein paar kleine Problemchen, noch das hier vor allem. Also würde ich jetzt ganz gerne diesen kleinen Laden nach hier hinsetzen. Und dafür ziehen wir hier ein Fundament rein. Und da wir gerade Geld über haben, erweitere ich hier hin, dann kann das Lager hier viel größer werden. Und dann können die sich das Lager teilen. Und ja, ihr seht, wir sind auf 43 Besucher vor Ort. Der Rekord beim letzten Mal waren um die 250. Ja, ja. Das nur eine Straße mehr bringt, ne? Ja, das machen wir jetzt. Die Schlangen der Kasse sind voll. Na, das haben wir verpasst. Hier 48 Parkplätze haben gefehlt. Und ja, ja. Darum kümmern wir uns. Ich hoffe, drei Kassen reichen dann. Mal schauen. Das Problem ist jetzt natürlich, sie bauen da den Parkplatz und nicht das hier. Aber ist egal. Mehr Kunden heißt ja auch mehr Geld. Wie ihr seht hier, schon wieder 15.000 Gewinn heute. Durch die viel mehr Kunden steigen natürlich auch die Einnahmen enorm. 400 Verkäufe mehr an dem Tag. Das ist schon nicht ohne. Und natürlich auch deutlich mehr Dreck. Naja. Holen wir uns doch nochmal ein paar Hausmeister. Hey, den. Du startest mal so. Und noch einen guten. Wie hier. So, was ist da das Problem wieder? Getränke frisch. Ah, hier auch. Oh, hier fehlt ein Kassierer. Moment, Moment. Eigentlich das Lager. Personal, wir haben eigentlich. Mehr als genug Kassierer hier. Außer nachts. Oh, gut. Dann startest du halt mal ein bisschen eher. Ab morgen. Okay, Getränke frisch haben wir gemacht. Hier wird gerade gebaut, das ist gut. Parkplätze hier werden auch gebaut, das ist auch gut. Haben wir hier? Vier Truhen, daraus mache ich dann 8 und 3 Tische, daraus mache ich 6. Vielleicht ziehe ich das hier noch ein bisschen weiter nach hier. Kühltruhe, 8 Stück möchte ich. Schön eine Reihe. So, und Kassen. Vielleicht muss ich jetzt auch nicht so weit ziehen. Machen wir es doch so. Haben wir 3 Kassen und hier noch Platz für eine 4. zur Not. Okay. Dann muss da eine Mauer rein. Komm, hier die beiden reiße ich ab und stelle sie auch hier neben. Das sieht nämlich doof aus. Zack. Und Objekte Doppeltür. Hier oben sollen die Leute reinkommen. Boah, was hier für ein Gewusel ist. Aber wir haben ja auch 43 Kunden. 330 ungefähr vor Ort. Schön, schön. Weg, weg, genau. Da noch die Mauer rein. So, Personaltür, dorthin. Hier die Mauer kann weg. Und das hier wird ein Geschäft.
So, und wie wird es? Getränke frisch? Nee, nee, nicht Getränke frisch. Welches waren das hier? Nur frisch waren, ne? So. Na dann. Frisch waren 2. Was ist das Problem? Warteschlangen voll. Immer noch zu wenig Parkplätze. Warteschlangen voll. Okay, okay, Moment. Dann lassen wir hier oben noch schnell. Was denn jetzt? Kundenparkplatz. So. Beweisen, Lager, das hier wird größer. Öffnungszeiten nonstop. Lager, das da. Und jetzt Personal. Kassierer. 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 Und noch 2 für die Nacht. Du machst von 20 bis 4, nee, du machst von 18 bis 2 und du hörst ab 2. So, also doch gut aus. So, Lageristen brauchen wir auch ein paar. Dich. Und dich. Du machst von 4 bis 12 und du hörst ab 12. So, dann wollen wir mal. Was brauche ich denn alles hier? Was hast du denn hier? Milch, frische Milch, Milchprodukte und frisches Fleisch. Mhm. Milch? Milch. Frisches Fleisch. Fisch. Möchte Gemüse und nein, da kommt Brot hin. Brot. So. Na dann können die Kunden kommen. Parkplatz sind fertig, dann bauen wir gleich wieder neu ran. Die Drogerie. Da haben wir keinen Platz mehr für neue Kassen. Das heißt, wir werden langfristig mal die Kleider hier rausschmeißen. Zweite Kasse bitte, danke. Ach, dritte Kasse sogar. Ja, mit dem Lager hier können wir einiges machen. Nächstes Mal werden wir es hier ein bisschen runterziehen, dass hier noch ein Zugang ist. Kommen hier Klamotten hin oder hier Klamotten, mal gucken. Und der hier sollte es jetzt ein bisschen entspannter haben. Vielleicht, später nicht. So, hier muss eine Straße rein. Zack, zack, zack. Da kann eigentlich mal eine Doppeltür hin. Oder auch nicht. Der Baum weg ist, okay. Tiefkühl 1. Uiuiui. Oh yeah, oh yeah. Da stehen hier nur 3 Dinger. Naja, alles klar, ne? Das muss alles deutlich größer. Was ist hier los? Noch zu wenig Parkplätze? Kannst du nicht jetzt sein. Okay. Straßennetz, Straße.
Okay, scheinbar brauche ich hier noch viel mehr Kassierer. Und vielleicht auch noch eine weitere Kasse. Dann drei Mauern, Objekte. Mach ich mal zwei weitere Kassen. So, eins, zwei, drei, vier. Noch ein für die Nacht, wie vorhin auch. So, wie arbeitet ihr denn mal? 8 bis 16, also ganz normale Zeiten, okay. Machen wir so. Wo sind meine Bauarbeiter? Gibt es nicht. Okay. Hier noch eine Ladezone hin, da auch. Zack. Eieiei. Ah, am letzten Tag immerhin noch 19.000 Gewinn gemacht. Und das läuft. Gespannt, wie es durch die Decke geht, so wenn ich hier auch das vierte Straßennetz hier quasi anschließe. Ach, hier arbeiten sie noch. Dann dauert das eh noch. Das Problem da sollte sich dann gelöst haben. Ich könnte hier noch ein paar Parkplätze bauen. Ich mal klotzen und nicht kleckern, ne? Kennt er ja. Alles für die Kundschaft. Ach ja, also langsam wird es wirklich groß. Also von dem Parkplatz her zumindest, der Laden nicht so, ne? Ja, wie gesagt, bei einem der nächsten Male ziehe ich hier die Klamotten raus, die kommen dann hier irgendwo mit ran. Das große Lager bleibt hier zentral und hier drumherum werden die Geschäfte gebaut. Fast Food scheint auch zu laufen. Aber ich könnte mal die hier abreißen. Jetzt sind nur noch die drei großen Kassen bedient werden. Bei unserem Gewuse hier 377, ne, Rekord. Wir kommen bald auf die 500. Pass, dass ich hier dann nur noch Lageristen habe. Oh, 177 immer noch, okay. Da wird gebaut, da wird nicht mehr gebaut. Wie lange geht noch die Vorschau? Oh, noch über 100 Stunden, na dann. Ja, baut die Straßen mal fertig. Denn hier kommen auch überall Kundenparkplätze hin. Zack. 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 Was ist das Problem? Drogerie, ja. Da müssen sehr bald die Klamotten weg. Aber eins nach dem anderen. Und ich brauche noch mehr Hausmeister, offenbar. Okay, okay, verwalten. Hausmeister. Wartest um 0, du startest um 8. Noch drei mehr schon was ausrichten.
Wie läuft's hier? Das hier rennt. Hier ist jetzt auch weniger Andrang, das ist gut. Auch das Kino wird auch mal voller. Oh, die Bowlingbahnen werden auch mal ausgelasteter. Nicht schlecht. Damit euch nicht langweilig wird, bitteschön. Bin gespannt, wann sie mal die Strecke hier fertig bauen. Nein, warum haben sie hier angefangen? Naja, hinterfrage ich mal nicht. Ist an sich auch egal. So, hier Hausmeister, arbeitet mal. Ist gut. Da kommt die Putzkolonne und macht es weg. Schön. So soll es sein. Ach ja, ach ja. Na, knacken wir den 500er Rekord heute noch? Glaube nicht. Aber hey, hier. Fast neuer Einnahmerekord. Wenn jetzt noch die Schulden weg wären, hätten wir 30.000 am Tag. Das ist nicht schlecht. Die Verkäufe sind auch deutlich gestiegen. Ja, und ihr seid am Bauen. Das ist schön. Also mehr Zuschauen können wir gerade nicht machen. Von daher würde ich sagen, mache ich wieder einen kleinen Break. Lass ein paar Tage laufen, bis die nächste Forschung fertig ist. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis dahin, macht's gut.